Profil das Bayerische Genossenschaftsblatt im Gespräch mit Dr. Ellen Schmidt vom Center for Digital Leadership Development an der Technischen Universität München. Es geht heute um das Thema Führungskräfte im digitalen Zeitalter und da speziell um das Thema, wie man das Wissen nachhalten kann. Frau Dr. Schmidt, vielleicht zunächst die Frage, warum müssen sich Führungskräfte überhaupt zu digitalen Themen fortbilden? Ja, also etwas, was digitale Themen natürlich kennzeichnet, ist, dass sie sich wahnsinnig schnell verändern. Wir haben einen stetigen Wandel und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich immer weiterentwickeln muss. Und die Idee, ich lerne einmal in der Schule im Studium und bin dann sozusagen fertig, das wird natürlich jetzt nicht mehr funktionieren, sondern ich muss immer dranbleiben und mich weiterentwickeln. Und was wir in Studien gefunden haben, ist, dass das Thema lebenslanges Lernen und Selbstlernkompetenzen ganz zentral werden. Nun ist es ja so, Führungskräfte haben häufig sehr, sehr viel zu tun. Wie können die den Spagat eben schaffen, einerseits das operative Geschäft zu bearbeiten und dann auf der anderen Seite eben auch ja, sich zu diesen Themen vorzubilden oder sich damit zu beschäftigen, neue Kompetenzen anzueignen? Ja, das ist natürlich etwas, was wir sehr oft hören, dieses Thema, oh, ich habe so viel zu tun, ich habe gar nicht die Zeit, mich weiterzubilden, ich habe keine Zeit, mal eine Woche aus dem Beruf rauszugehen, in einen Kurs, in einen Workshop zu gehen, um was Neues zu lernen. Was wir da finden, ist tatsächlich Lernen am Arbeitsplatz, in meinem eigenen Alltag und auch in meinem Tempo ist das, was sehr gut funktioniert. Wir finden also, Lernen wird tatsächlich immer individueller. Und wenn ich Möglichkeiten finde, in meinem Alltag mir Dinge anzueignen, dann ist das eigentlich das Effektivste. Und das muss dann natürlich nicht viel Zeit bedeuten. Es kann sein, ich nehme mir 10 Minuten Zeit, um mich mit einem neuen Thema, eine neue Technologie, die mich interessiert, zu beschäftigen. Oder ich nutze natürlich Technologie an sich, um mich weiterzuentwickeln. Hier an der TU München arbeiten wir beispielsweise mit einem digitalen Coach. Den haben wir gemeinsam mit einem Startup Everskill entwickelt. Und dieser digitale Coach kann Ihnen im Alltag helfen, sich weiterzuentwickeln. Beispielsweise, wenn ich weiß, das Thema Reflexion ist mir wichtig. Ich möchte mir mehr Zeit dafür nehmen, immer wieder darüber nachzudenken, wie ich mich verhalten habe, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Dann kann so etwas wie ein digitaler Coach mir helfen, indem er mich daran erinnert, indem er mir Ideen, Vorschläge gibt, wie ich sowas im Alltag in 5-Minuten-Einheiten machen kann. Das Thema Digitalisierung ist ja sehr vielschichtig und da kann man sich sicherlich auch leicht verlieren. Mit welchem Feld, mit welchem Aspekt sollten sich da Führungskräfte besonders auseinandersetzen? Was können Sie da empfehlen? Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, dass man eigentlich damit startet, sich zu überlegen, wo stehe ich denn gerade? Was sind meine Stärken und was sind für mich ganz persönlich Bereiche, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und das ist etwas, was natürlich für jeden von uns ganz individuell unterschiedlich ist. Manche von uns sind sehr begeistert, beschäftigen sich gerne mit neuen Technologien, mit neuen Dingen und haben hier einfach dann schon sind sehr weit. Andere sagen, das Thema Netzwerken, das immer wichtiger wird, das ist etwas, mit dem ich mich mehr beschäftigen möchte. Also meine Empfehlung wäre, sich erstmal zu überlegen, wo stehe ich, was kann ich gut, wo möchte ich mich weiterentwickeln, mir vielleicht ein Feedback einzuholen und dann für mich ganz individualisiert meinen eigenen Entwicklungsplan aufzustellen. Vielen Dank.